Geehrtes Präsidium, Kolleginnen und Kollegen, De gustibus non est disputandum. Über Geschmack soll keine Diskussion geführt werden, dafür über gesunde Ernährung umso mehr. Ja, immer mehr Grundschüler verbringen inzwischen auch die Nachmittage in der Schule. Und mit dem Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz wird deren Zahl sicher noch weiter steigen. Diese Möglichkeit der Ganztagsbetreuung ist prinzipiell zu begrüßen, da sie den Eltern die Wahl lässt und einen früheren, vollen Wiedereinstieg, insbesondere der Mütter, ins Berufsleben ermöglicht. Und das möglicherweise schlechte Gewissen der Eltern schwindet, wenn sie wissen, dass ihre Kinder ein gesundes Mittagessen erhalten. Und wenn es auch noch kostenlos ist, so erfreut dies den Geldbeutel, der bei Familien mit Kindern gerade in der jetzigen Zeit häufig nicht allzu gut gefüllt ist. Ja, auf den ersten Blick ein toller Gesetzentwurf der Grünen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Zwar ist es sicher sinnvoll, den Grundschülern eine gesundheitsfördernde Ernährung beizubringen, aber die Alarmglocken schrillen, wenn es bei der Verbotspartei die Grünen heißt, Mittagessen in der Schule muss als Bildungs- und Erziehungsauftrag verstanden werden. Was das bedeutet, ist nicht schwer zu erahnen. Möglichst kein Fleisch und keine Wurst und wenn, dann nur Bio, am besten vegetarisch oder gar vegan. Fleisch und Wurst werden in einen Topf mit Dickmachern wie Süßigkeiten und Limonaden geschmissen. Das ist ideologische Ernährungspolitik. Immer mehr Schulen verzichten auf Fleisch beim Essenangebot, auf Schweinefleisch sowieso, denn wir sollen ja Rücksicht nehmen auf kulturelle Eigenheiten von Menschen, die noch nicht lange hier leben. Aber Fleisch und tierisches Eiweiß sind wichtig für die kindliche Entwicklung, so eine Ernährungsstudie. Ohne solche Lebensmittel bleiben Kinder demnach kleiner, schwächer und weniger intelligent. Und somit anfälliger als Erwachsener Grün zu wählen. Letzteres ist allerdings nicht Ergebnis der Ernährungsstudie, sondern eine These von mir. Durchaus sinnvoll wäre es, wie vorgeschlagen, die Schüler bei der Essensauswahl zu beteiligen und bei der Zubereitung mit einzubeziehen, was allerdings häufig an der eingeschränkten Küchenausstattung scheitern wird. Der Knackpunkt des Gesetzentwurfs ist allerdings, dass der Freistaat die Kosten von täglich bis zu 6,59 Euro nur übernehmen soll, wenn sich eine Schule dazu entscheidet, dass das Mittagessen den DGE-Qualitätsstandards entsprechen soll, sowie zu 100% aus Waren nach der EU-Öko-Verordnung besteht. Offen wird bekannt, dass der ökologischen Landwirtschaft im schulischen Segment ein gesicherter Absatzmarkt geschaffen werden soll. Es geht also nicht vorrangig oder zumindest nicht allein um gesunde Ernährung der Kinder, sondern um Klientelpolitik für die Ökobauern. Dies wäre somit ein weiterer Hebel zur Zwangsökologisierung unserer Landwirtschaft. Die konventionelle wird zur Landwirtschaft zweiter Klasse degradiert. 15 Stellen sollen für die Qualitätskontrolle neu geschaffen werden, schon wieder Klientelpolitik. Dies wäre eine völlig unnötige Maßnahme, denn wenn die Qualität nicht stimmt, dann werden die Kinder mit den Füßen abstimmen und der Anbieter bleibt auf seinem Essen sitzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.